Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise so eine Art Vlog wahrscheinlich. Ich brauche definitiv eine neue To-Do-Liste. Die aktuelle Situation sieht noch nicht so gut aus hier im Zimmer. Der Bezug von der Matratze zum Beispiel wird gerade gewaschen, deswegen sieht es so hässlich gelb aus. Und generell habe ich einfach sehr viele Termine, sehr viel zu tun. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video. Ich war heute beim DM, weil ich habe einige Sachen gebraucht. Und ich mache euch einen kleinen Haul, weil ihr liebt DM-Hauls. Ich liebe DM-Hauls. Ich habe erstmal Beauty-Blender gekauft. Es gab nur diese kleinen irgendwie. Ich habe keine großen gefunden. Ich muss meine jetzt dann nämlich sofort wegschmeißen, weil die schon wirklich ekelhaft sind. Und bis ich normale finde, dann habe ich diese kleinen hier. Dann habe ich mir einmal so Männerbartfarbe gekauft. Ich habe oft gesehen, dass viele sich die Augenbrauen damit färben. Normal macht das ja immer meine liebe Cousine, aber die ist jetzt zurzeit ein paar Monate nicht da. Deswegen versuche ich mich selber an dem Ganzen, genauso wie Wimpernfarbe. Die hatte ich eh schon mal und habe es auch schon mal ausprobiert. Hat ganz gut geklappt und das probieren wir wieder aus jetzt dann. Neues Abschminkzeug, das hatte ich mal, das fand ich echt gut. Dann habe ich einmal Silbershampoo und eine Silberspülung. Ja, weil sie ja blondiert sind, brauche ich dann ein Silbershampoo. Dann habe ich diese Beeren mitgenommen. Ich weiß nicht, immer wenn ich bei DM bin, ich muss die mitnehmen, weil ich finde die so lecker. Einmal einfach solche Haargummis, die braucht man immer. Dann habe ich noch was für meine Haare, so Silberkur, glaube ich. Einen meiner Lieblings-Lipglosse. Dann den Kajal, den ich immer benutze, aber mal in einer anderen Farbe. Und einen Augenbrauenstift, weil da sah ich ganz cool aus. Und ich wollte mal ein bisschen neues Make-up ausprobieren. Deswegen habe ich mir so einen Bronzer gekauft. Ich habe noch nie in meinem Leben Bronzer verwendet, deswegen werde ich mir erstmal ein Tutorial anschauen, wie man das macht. Ich will so ein bisschen einfach was Neues ausprobieren. Ich habe diesen Lipgloss hier gesehen von Catrice. Ich glaube, der hat 5 oder 6 Euro einfach gekostet. Und da ist wirklich nicht viel drinnen. Vor allem, weil dieses Bürstchen einfach so riesengroß ist. Mehr Bürstchen drinnen als irgendwie Produkt. Aber ich fand, der sah einfach so cool aus. Ich muss den irgendwie mitnehmen. Ich trage den auch gerade auf den Lippen. Ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich ganz schön, aber 6 Euro. Ich glaube, ich mag den immer noch lieber und der kostet nur 2 Euro oder so. Das war's mit dem DM-Haul und jetzt müssen wir mein Zimmer aufräumen, To-Do-Liste schreiben und. Willkommen zurück. Ich melde mich jetzt an einem anderen Tag. Ich hatte gerade unnormal die schöne Frisur und ich blende euch mal ein Bild ein. Ich habe auch schon ganz viele Videos und Insta-Bilder gemacht, aber meine Kopfhaut tat irgendwie heute so weh wegen dem Sleek-Zopf, dass ich ihn aufmachen musste und jetzt habe ich sie einfach hier so zusammengebunden. Ich muss die morgen dringend waschen, deswegen habe ich sie versucht jetzt so ein bisschen zu verstecken. Wie ihr im Hintergrund schon ein bisschen erkennen könnt, ich habe schon LED die Lichterketten angebracht in meinem Zimmer. Ich wollte es einfach so ein bisschen gemütlicher haben. Und heute ist noch eine Lichterkette angekommen. Die werde ich jetzt auch die nächsten Tage noch aufhängen. Die hängt dann halt da so mit den Efeu-Blättern nach unten. So stelle ich es mir vor. So hatte ich es nämlich schon mal und so will ich es wieder haben. Ich habe mir auch schon meinen Vitaminsaft gemacht. Den will ich jetzt wieder 2-mal am Tag trinken, weil das habe ich so ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Ich habe jetzt hier mein MacBook da und ich werde mir jetzt eine To-Do-Liste schreiben, so mit allen Sachen, die ich jetzt die nächsten Tage noch so erledigen möchte, damit ich einfach so ein bisschen einen Überblick habe. Ich habe mir für die nächste Woche hier schon mal einen kleinen Überblick gemacht und so ein paar Sachen für heute auch aufgeschrieben, die ich unbedingt machen will. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an, würde ich sagen. Ich habe wirklich lange keinen Sport mehr gemacht, aber ich will jetzt wieder so ein bisschen anfangen mit so Homeworkouts und so. Und jetzt, wenn es halt wärmer wird, vielleicht auch ein bisschen laufen gehen oder so. Ich habe mir hier schon mein Sportband rausgesucht und da habe ich auch schon meine Sportmatte hingestellt. Ich habe auch schon einen Sportoutfit an. Der Sport-BH ist von Oceans Apart. Und die Leggings, gar keine Ahnung, steht nämlich nichts drauf. Meine Sportmatte ist übrigens von Amazon. Ich verlinke es euch gerne mal in der Beschreibung in meinem Amazon-Store. Die habe ich auch schon echt, echt lange. Ich bin fertig mit meinem Workout und ich dachte mir, ich kann auch gleich einen Proteinshake noch machen. In der Hoffnung, dass ich motiviert bleibe und das jetzt jeden Tag mache. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, aber man kann es immer probieren. Ich habe nur noch Mandelmilch zu Hause, deswegen mache ich das Ganze jetzt mit Mandelmilch.
So, Friends, next day. Ich war heute schon beim Arzt, war heute schon einkaufen. Ich habe auch die Kamera mitgenommen, ich habe irgendwie vergessen zu filmen. Jetzt habe ich mir gerade meinen Iced Coffee hier umgefüllt, weil ich vergessen habe, dass ich jetzt zur Nachhilfe muss. Und deswegen fahren wir jetzt zur Nachhilfe. Danach muss ich noch zu einem anderen Arzt. Und dann schaue ich mal, was ich heute noch so schaffe. Ich hoffe, noch ein bisschen was von meinem Zimmer und so. Let's go. Wenn du willst, kannst du was sagen. Hallo. Was machen wir gerade? Englisch lernen. Genau. Willst du was sagen, was du schon gelernt hast? Die Pronomen, Sätze, über den Weltraum was und so weiter. Das ist das Wichtigste. What's your name? Wichtige Verben. Antworte doch, what's your name? Dann noch, my name is Luke. Über die Ferien hast du gelernt, die Wörter. Dann übers Weltall, Wetter. Mein Wetter. Dann haben wir noch auf Deutsch Wörter hingeschrieben und dann noch auf Englisch. Ja, Vokabeln. Die Ingform und ja, so weiter und so fort. Fleißig, fleißig Vorbereitung fürs Gymnasium, ne? So, ich habe alle Erledigungen für den Tag gemacht. Ich sehe schon ein bisschen zerfetzt aus, weil meine Frisur hier ein bisschen aufgegangen ist. Auf jeden Fall habe ich so ein Duftstäbchen von meiner Tante bekommen. Das ist sehr cool. Die werde ich dann gleich in mein Zimmer aufstellen. Und ich war noch einkaufen und ich mache mir jetzt die Fanta, weil die ist so lecker. Ich liebe die. Nein! Das war schon das zweite, was mir übergeht, Mama. Ja, Mini-Haul, was ich gekauft habe. Einmal Wattestäbchen. Nee. Wattepads. Und ich habe mir dieses Shampoo und diese Spülung gekauft, weil ich habe auf TikTok gesehen, dass sie anscheinend richtig gut für blondiertes Haar sein sollen. Ich habe ja meine Haare wieder blond gefärbt und seitdem brechen sie wirklich sehr stark ab. Ich habe damit auch gerechnet. Und das Ding ist halt, sie müssten so demnächst nochmal blondiert werden, weil hier halt noch von vorher ein paar rote Strähnen drinnen sind. Weil ich ja davor so rote Strähnchen drinnen hatte in meinen braunen Haaren. Aber ich wollte ja unbedingt wieder helle Haare haben. Ich habe ganz kurz die Haare aus dem Weg gemacht, weil ich jetzt nämlich noch dringend aufräumen muss. Okay, hier ist es einfach sehr unordentlich. Das muss ich jetzt einfach mal alles sortieren und ja, aufräumen. So, ich habe mich jetzt schon abgeschminkt. Ich will jetzt nämlich noch meine Augenbrauen und meine Wimpern färben. Normal macht das immer meine Cousine, aber die ist zurzeit nicht da. Deswegen habe ich mir selber diese Bartfarbe gekauft für meine Augenbrauen. Ich glaube, wir fangen mit den Augenbrauen an, weil vor dem habe ich am meisten Angst. Ich muss mir erstmal alles durchlesen, wie das funktioniert, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade gelesen, dass es das Falsche ist, glaube ich. Da steht Anti-Grautönungsgel. Damit bekommt man graue Haare braun. Weiß nicht, ob ich das jetzt trotzdem verwenden kann. Ich hoffe einfach, es macht die Haare einfach ein bisschen dunkler. Okay, man muss jetzt erstmal die zwei Sachen so zusammenmischen. So, es ist jetzt fertig und ich glaube, ich trage das jetzt einfach mit einem Wattestäbchen auf. So Angst, dass meine Augenbrauen danach einfach weg sind, grau sind. Oder, keine Ahnung, mal schauen, dass es nicht auf die Haut geht. Kann ja nur schlimm werden. So mache ich das eigentlich. Wieso schaue ich mir nicht vorher irgendwie ein Tutorial an? Wird schon klappen. So, während das jetzt noch fertig einwirkt, packe ich schon mal das aus für die Wimpern. Damit kann man auch die Augenbrauen färben, aber ich finde, schwarz ist ein bisschen zu dunkel für meine Augenbrauen. Ich habe das eh schon mal ausprobiert, deswegen weiß ich so ungefähr noch, wie es funktioniert. Aber ich lese es mir lieber trotzdem nochmal durch, weil nicht, dass ich was falsch mache. So, ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ich muss es mir morgen bei Licht nochmal anschauen. Es kann sein, dass jetzt auf der Haut so noch ein bisschen was ist, aber das sollte morgen dann runtergehen. Und jetzt bin ich gerade schon dabei, hier mit meinen Wimpern anzufangen. Ich hoffe, das wird genauso gut, wie es letztes Mal bei mir geklappt hat. Ich habe mich jetzt noch kurz hingelegt und habe so ein bisschen Netflix geschaut, weil ich einfach komplett kaputt bin von dem Tag. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, noch einen Workout zu machen. Ich habe gestern ja schon eins gemacht und ich will heute auch wieder eins machen. Einfach so, damit es ein bisschen mehr zur Routine wird. Es ist schon relativ spät, aber da ich ja eh voll der Abendmensch bin und nicht so der Morgenmensch, erledige ich einfach viele Sachen am Abend. Und ich ziehe mich jetzt erstmal um und bleib hoffentlich motiviert.
Freunde. Ich wollte euch ganz kurz mal mein Outfit und meine Frisur zeigen, weil ich feiere das irgendwie total. Meine Haare sahen heute nämlich nicht so gut aus, deswegen habe ich sie zu einem Zopf gemacht. Das sah auch nicht so gut aus, deswegen habe ich noch ein Haarband drüber gemacht. Und ich finde es eigentlich ganz cute. Ich werde jetzt auch noch ein paar Fotos und Videos machen. Und dann muss ich noch zur Apotheke. Und dann gehe ich heute mal wieder zur Nachhilfe. Und dann habe ich generell noch so ein paar Sachen zu tun. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind gerade schon fleißig am Autoreifen wechseln. Wir sind jetzt auch schon fast fertig. Es ist 21:15 und wir fahren jetzt noch in die Waschanlage mit meinem Auto. Putzen mein Auto, das muss nämlich auch mal sein. Ich bin da nicht ganz so dahinter, mein Auto zu waschen immer. Aber jetzt fangen wir damit an. So, wir sind jetzt fertig mit meinem Auto. Wir haben alles durchgesaugt, von außen gewaschen, von innen gewaschen, also abgewischt halt. Ich bin sehr froh, dass das endlich erledigt ist. Und wir haben auch gleich so Ölstand gemessen, Kühlwasser und sowas, alles erledigt. Jetzt muss ich dann nur noch in die Werkstatt und dann zum TÜV und dann ist mein Auto fertig. Ich liebe es auf jeden Fall, wie sauber das ist. Ich hoffe, es bleibt auch jetzt ein bisschen so. Es ist alles so schön clean und hier liegen nicht mehr irgendwelche Blätter rum und meine LEDs hängen wieder so ganz gut da. Und hier liegen auch nicht mehr die ganzen Kabel rum, weil wir die jetzt mal mit einem Kabelbinder zusammengebunden haben. Ups, jetzt habe ich es ausgesteckt.